Hallo ihr Lieben, ich habe heute nachgebastelt vom Kanal Schlamsi und zwar diese Teeverpackung. Das soll so ein Silvester-Goodie sein. Die Stempel sind von Dani Poyster, das sind aber verschiedene Stempel, die habe ich jetzt auch nicht mehr hier. Dann habe ich so ein Schweinchenstempel, den habe ich ein bisschen ausgemalt. Die Sterne, die hatte ich noch, die fand ich ganz passend. Ja, und dann kann man das so aufmachen. Und hier kann man dann was reinpacken. Also ich würde da gerne Gummibärchen, so kleines Tütchen. Und hier vorne vielleicht dann noch Tee, wenn das passt. Sonst nehme ich nur die Gummibärchen, das probiere ich mal aus. Ja, finde ich total niedlich. Ist auch super schnell gemacht. Hier ist getackert. Ich habe hier noch so einen Knüttel reingemacht. Weil der Tacker das Band alleine nicht hält, das kann man dann so rausziehen. Deswegen habe ich das noch verknüttelt. Ja, finde ich mega niedlich, eine schöne Idee. Das Video verlinke ich euch unten in der Infobox, dann könnt ihr das auch nachbasteln. Ist, finde ich, ein schönes Silvester-Goodie. Ja, finde ich ganz witzig. Ja, und ich möchte heute was basteln. Also ich habe was im Kopf, aber ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Weiß ich nicht, so eine Goodie-Verpackung oder sowas. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, das ist das Stanzteil, das Falzteil. Ich habe das, das ist ein ganz normales Papier aus einem Action-Block, aus so einem großen Block. Das habe ich jetzt auf 20 cm in der Breite geschnitten. Die Länge ist geblieben. Und ich möchte das jetzt falzen. Überlege ich gerade. Ja, einmal bei 11 cm, einmal bei 12 und dann bei 23. So. Gehen wir die mal nach. Gucken, ob das so hinhaut. So. Genau. So soll es sein. So wie so eine Klatsch oder sowas, dass man das dann so, und hier sollen halt Taschen hin für Goodies, die man dann da reinstecken kann. Jetzt hätte ich aber hier gerne, ich würde das gerne noch irgendwie abschrägen. Da brauche ich jetzt ein Lineal. Das muss ich mir anzeichnen. Wie hätte ich das denn gerne? Ne, das ist mir zu viel. Ich mache mal hier eine Markierung bei 3 cm. Und hier dann auch. Das verbinde ich. Und hier mache ich das auch. Und hier. Und dann verbinde ich die auch. Die schneiden wir dann ab. Schere. Ich denke mal, das wird jetzt ungefähr gleich sein.
So, dann ist das so ein bisschen wie eine Klatsch. Also wie so ein Täschchen. Ja, dann möchte ich gerne. Ich überlege gerade. Hier muss ich jetzt gucken, wo die Mitte ist. Ah, es ist so eine krumme Zahl. Ich überlege. Ja, ich mache mir hier die Mitte. Okay, super. Das müsste hier so ungefähr sein. Und dann nehme ich mir das hier. Punche ungefähr in der Mitte. Ja, das sieht man jetzt eigentlich gar nicht. Ein Loch. Ja, das geht. Und hier, Moment. Hier möchte ich jetzt Klammern nutzen. Jetzt muss ich mal gucken, wie sieht das von. Das ist ja so ein schönes Rosenpapier. Und ich habe hier so blumige Klammern. Ich glaube, dann nehme ich hier direkt mal diese Rose. Ich soll hier rein, nicht zu fest, damit ich da noch die Kordel drum binden kann. Hier habe ich diese Kordel, die binde ich jetzt hier drum. Dann haben wir den Verschluss auch schon. Das schneide ich jetzt hier ab. Ja, und dann wollte ich das so drum wickeln. Und so. Ja, das lassen wir jetzt erstmal so. Das verfeinern wir zum Schluss. Hier muss natürlich dann auch noch was drauf. Da überlege ich jetzt, ob ich hier nicht einfach einen Streifen noch von dem Papier hinklebe. Das kann man ja dann ganz einfach abschneiden. Ich glaube, das mache ich auch so. Ja, und hier hätte ich jetzt gerne Taschen drin. So, wo ich dann Goodies reinpacken kann. Zum Verschenken. Ja, ich überlege gerade, das müssen ja so um die 3 cm sein. Ich schneide mir jetzt hiervon mal einen Streifen ab. Klebe ich jetzt einfach hier so drüber. Dann haben wir den Verschluss direkt schon bedeckt. Das stört ein bisschen, dass da jetzt die Klammer, aber anders geht es ja nicht. Das machen wir jetzt mit Flüssigkleber. Das wird jetzt eine Sauerei. Ich kann es ja nur auf ungefähr machen. Ich habe hier so ein altes Papier.
Das nehmen wir jetzt direkt mal als Unterlage, damit ich hier gleich nicht überall Kleber habe. Schon voll reingetatscht. So. Ja, mit Flüssigkleber kann man das noch ein bisschen ausrichten. Und dann einfach die Seiten abschneiden. So tief sollte das eigentlich gar nicht sein, aber egal. Ja, das kann man schön abschneiden, weil man das ja dann auf der anderen Seite sieht. Und dann hat man das direkt schon verdeckt. Gucken, ob hier auch wirklich überall Kleber war. Vielleicht noch ein bisschen nachkleben. Und hier ist fest. Ja, so sieht das doch direkt schon sauberer aus. Jetzt hätte ich gerne hier die Taschen. Da suche ich mir mal aus dem Block. Also das ist dieser Block hier. Ich kann euch den ja mal zeigen. Der ist schon älter. Und da gucke ich jetzt mal. Die müssten ja immer zweimal drin sein. Also gucken wir mal hinten. Müsste der dieses Papier ja dann nochmal auftauchen. Oder auch nicht. Ah, doch, hier, da ist es doch. Ich denke mal, das ist aus dem Action. Kann natürlich auch Teddy sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich, nee, das ist Action. So, und jetzt mache ich mir hier so Taschen. Ich überlege gerade, ich glaube, hier mache ich mir so eine Längstasche, dass man so seitlich was reinschieben kann. Und hier mache ich zwei Taschen, deswegen habe ich auch hier diese 1 cm Falz, damit das noch ein bisschen Platz hier gibt, wenn man hier was verstaut. Genau, dann brauche ich hier, das ist ungefähr, ja, das sind 11 cm. Dann mache ich das mal, das muss ja nicht ganz so an den Rand geklatscht sein. Dann schneide ich mir die Tasche in der Breite bei 10,8, würde ich mal sagen. Das schreibe ich mir jetzt auch direkt auf. So, 10,8. Und in der Höhe, ich glaube, hier oben hätte ich gerne so eine 3 cm. Und unten, das kann man ja von unten machen, vielleicht so 6 cm. So, das sind die Taschen. Und die muss ja dann 20 cm breit sein. Obwohl eigentlich hoch, ne? Und in der Breite bis hier. Machen wir die mal bei 5 cm. So, und dafür nehme ich das Papier. Aber halt die Seite. Die passt ja jetzt ganz gut dazu. So, das schneide ich jetzt alles und dann mache ich da schon mal Klebeband drauf. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe das zurecht geschnitten und ich habe hier jetzt auch schon so ein dünnes Tacky-Tape drauf. Also das ist so ein festklebendes, so ein stark klebendes Klebeband. Und ich gehe jetzt noch mal kurz die Klebebänder nach. Also das hier ist eine Mini-Tasche, aber ich habe so kleine Sticker, die habe ich mir mal bei Amazon gekauft. Die habe ich auch in irgendeinem Video, also ich habe kein Haul gezeigt, aber ich hatte mal so eine Aufbewahrung gezeigt, die ich nachgebastelt hatte. Und da kamen die Sticker auch drin vor.
Und da sind halt auch recht kleine, deswegen hätte ich halt gerne auch eine kleine Tasche. Weil sonst gehen die in so einer Tasche echt verloren, weil die nicht alle so groß sind. Ja, ich klebe jetzt mit euch noch die Taschen auf. Und ich möchte das Video splitten. Das heißt, morgen geht es dann weiter mit der Dekoration. Die mache ich halt in einem separaten Video. Ich möchte meine Videos nicht immer so extrem lange machen. Deswegen splitte ich mir das jetzt einfach. Und dann geht es morgen dann für euch weiter. So, also hier kommt was rein. Dann machen wir die hier. Ja, jetzt habe ich wieder das Problem mit gerade. Ich glaube, das ist. Ja. Und ihr seht, hier ist auch so ein bisschen Platz zum Rand, damit man das noch zuklappen kann. So, hier sind die Taschen. Und dann kommt jetzt noch die seitliche Tasche. Ne? Und die ist ja jetzt, oh, Entschuldigung, die ist ja jetzt genauso hoch wie wie die Tasche an sich. So. Und so. Ja. Und hier kann man dann auch was reinpacken. Natürlich wird das Ganze noch verziert jetzt, aber das kommt dann morgen für euch, weil wir sind jetzt schon bei fast 20 Minuten und ich finde, das reicht. So habt ihr schon mal das Grundgerüst. Und morgen dekorieren wir zusammen. Und deswegen sage ich jetzt, ciao, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.